Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf meinem Kanal. Da einige von euch sich meine Bodylotion-Sammlung und meine Duschgel-Sammlung gewünscht haben, nachdem ich meine Badezusatzsammlung hochgeladen habe, habe ich gedacht, ich werde jetzt so eine Reihe machen. Ich werde das alles auf eine Playlist setzen, dann könnt ihr das alles leicht wiederfinden. Ich werde euch heute meine Bodylotion-Sammlung abfilmen, also genauso wie die Badezusatzsammlung. Ich werde euch einfach alles zeigen und werde das danach wieder ordentlich einräumen. Ich dachte, dass ich das so ein bisschen in Kategorien packe, dann ist das einfach, wie euch meine komplette Sammlung zu zeigen, und dann sind die Videos ein bisschen kürzer. Somit kann man das dann ganz gut aufteilen, um das auch zu schauen. Also ich würde sagen, wenn du jetzt auch wissen willst, was ich alles in meiner Bodylotion-Sammlung habe, dann bleib dran und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit diesem Video. Also das ist meine Bodylotion-Sammlung. Hier ist ja ungefähr ein halber Wäschekorb, nicht ganz ein halber Wäschekorb, aber es sind schon einige, die sich angesammelt haben. Einige habe ich schon benutzt, einige sind noch zu. Backups, also ja, ich würde sagen, wir gehen die jetzt alle einzeln durch und ich zeige euch die dann. So, ich habe die jetzt alle neben mich geschüttet und ich fange einfach mal an, und zwar mit diesen beiden hier von Bilou. Das sind pflegende Cremeschäume und ich finde die beide sehr, sehr gut. Die sind auch auf Backups. Ich habe einmal hier die Sorte Plummy Kisses und Cherry Kisses. Riechen beide unglaublich gut. Ich mag die gar nicht aufbrauchen, weil ich mir die extra fürs Backup gekauft habe. Und gerade der Cherry Kiss, der riecht wie diese Hubba Bubba Kaugummis. Und dieses Plummy, das riecht auch unglaublich gut. Ich persönlich mag die Düfte sehr gern. Und gerade im Sommer oder im Frühling finde ich das sehr angenehm auf der Haut, die ziehen schnell ein, die hinterlassen keinen Fettfilm oder so. Das sind schon richtig gute Cremeschäume, die ich euch auch echt empfehlen kann. Und den Plummy Kiss, weil der so gut ist, habe ich gerade zweimal. Der war bei mir in so einer Bilou-Überraschungsbox drin und da habe ich mich auch richtig gefreut, deshalb, ja, habe ich den zweimal. Was ich ebenfalls zweimal habe, ist das hier. Und das ist von Balea, die Copacabana-Reihe Schimmerlotion. Die finde ich auch super gut. Einmal habe ich mir sie nochmal selbst gekauft. Und ja, die anderen beiden Mal habe ich sie in einem Tauschpaket gehabt. Oder beziehungsweise eins war in einem Zuschauerpaket. Ich habe es auf jeden Fall noch zweimal hier. Das werde ich jetzt versuchen, im Sommer aufzubrauchen. Das hat so einen schönen Duft und das schimmert so ein bisschen. Finde ich im Sommer auf der Haut sehr schön. Gerade hier oben auf den Schultern, auf den Armen, wenn dann so ein bisschen die Sonne hinscheint. Sehr, sehr schön und ja, ich mag's. Ebenso aus der Copacabana-Reihe sind diese drei Pötte hier. Das ist die Body Cream, also die Copacabana mit Copacabana-Butter, und die habe ich gleich dreimal noch hier. Einmal habe ich sie hier aus einem Tauschpaket von der lieben Bea, die habe ich noch nicht angefangen. Eine ist angefangen, die habe ich mir aber jetzt für den Sommer wieder weggestellt, weil die für den Winter irgendwie vom Duft her nichts war. Und dann habe ich noch eine, die ist komplett zu, die hatte ich nochmal von der Charlene zugeschickt bekommen. Also ich habe sie jetzt auf jeden Fall noch zweieinhalb Mal hier und die werde ich auch versuchen im Sommer aufzubrauchen, beziehungsweise jetzt im Frühjahr. Also ich habe eine ganze Menge jetzt für den Sommer vor mir, was ich aufbrauchen möchte. Aber der Duft ist einfach so gut, ich liebe das. Das ist ja so ein bisschen ein Dupe zur Bum Bum Cream. Dann habe ich hier was von Balea, das finde ich auch sehr gut. Die habe ich schon mal angefangen, die habe ich dann aber wieder weggestellt. Ich finde die vom Duft so klasse, das ist die Body Lotion Calm Coco, und davon gab es dann so eine Limited Edition auch, und ich finde die so schön. Ich hoffe, dass die nochmal kommt. Die Sachen hiervon waren echt gut. Also die duftet, ich finde, unglaublich gut nach Kokosnuss, nach so natürlicher Kokosnuss, und das ist so eine schöne Bodylotion. Die werde ich natürlich auch im Sommer dann benutzen. Ich finde Kokosduft im Sommer einfach richtig lecker und angenehm. Ja, die werde ich mir aufheben. Ebenfalls von Balea, also ihr werdet schon merken, ich habe die meisten Lotions von Balea, ist diese hier, eine Bodylotion Zuckersüß. Das war diese 25 Jahre Edition, die finde ich auch gut. Zuckersüß mit zartem Duft und Vanille und gebrannte Mandeln. Also der duftet richtig stark süß, der Duft. Aber ich weiß noch nicht genau, ich wollte das jetzt eigentlich im Winter verwenden, habe ich aber noch nicht getan. Vielleicht mache ich es jetzt hier Januar, Februar, wo ich es noch aufbrauchen werde. Ich glaube, der ist mir aber ein bisschen zu süß. Also ich habe den noch nicht angefangen, ich habe nur dran gerochen. Ich muss mal gucken, aber ich denke mal, ich werde den schon aufbrauchen. Dann habe ich noch zwei Bilou-Schäume hier und das sind auflegende Schäume mit Cotton Candy Duft. Und das ist auch ein richtig schöner Duft, gefällt mir auch gut. Ich habe das zweimal hier. Einmal hatte ich es in der Pinkbox drin und das andere Mal war in so einer Überraschungsbox von Bilou, die ich bestellt hatte. Also ich habe es zweimal hier. Vielleicht verlose ich es auch einmal. Mal schauen, also die sind beide noch unangerührt, aber ich finde den Duft so gut. Ich hatte hiervon schon mal eins leer gemacht. Der ist zwar richtig süß, aber wie gesagt, die Schäume ziehen so gut ein. Die pflegen die Haut super. Kann ich euch echt empfehlen. Dann noch eine Balea Limited Edition, die Body Lotion Magic Wonderland mit magischem Feenduft. Auch sehr, sehr schön. Also
Der Duft, ich kann den gar nicht beschreiben, der riecht auf jeden Fall toll. Und ich habe gedacht, das ist so eine richtige Frühlingscreme. Also für den Winter finde ich die jetzt ein bisschen zu frühlingshaft irgendwie. Ich habe das Gefühl, es riecht so ein bisschen nach Blumen und ja, nach Frühling einfach. Deshalb werde ich die auch im laufenden Jahr jetzt irgendwann verwenden, denke ich mal. Ich weiß auch gar nicht, die sind 12 Monate haltbar, nachdem man die aufgemacht hat. Aber die sind ja eh auf. Deshalb, ich werde es versuchen, dieses Jahr jetzt aufzubrauchen. Ich creme mich eh viel ein, also eigentlich jeden Morgen. Und deshalb werde ich das wahrscheinlich auch leer bekommen. Dann habe ich hier 2 Stück von Alverde. Und zwar einmal das Softölbalsam mit Mandel- und Shea-Butter. Das ist auch richtig gut. Das habe ich auch schon mal angefangen. Das duftet so, so lecker. Das duftet wie so ein leckerer Mandelpudding. Also wenn so richtig Mandel da drin ist. Also das riecht total gut. Gefällt mir sehr, sehr. Und es ist für trockene Haut extrem toll, weil hier halt so ein Öl drin ist. Und das pflegt halt noch ein bisschen mehr wie diese normalen Bodylotions. Deshalb, das ist eigentlich perfekt für den Winter oder für den Herbst. Ich hatte mir das aber jetzt vor kurzem erst gekauft. Das ist auch noch lang haltbar bis Ende 2022. Deshalb werde ich hiermit noch ein bisschen warten, das aufzubrauchen. Und dann habe ich hier, das war in einer Box mal drin von Alverde, eine Cremeöl-Lotion ebenfalls mit Jasmin und Sesam. Und das finde ich riecht auch ganz gut. Aber nicht ganz so gut wie das hier mit den Mandeln. Also ich werde die aber beide zügig aufbrauchen. Ich will mal schauen, hier steht nämlich immer ein Datum drauf bei Alverde normalerweise. Doch hier oben. Also das ist bis Ende Oktober haltbar. Deshalb, das werde ich auch dann schleunigst aufbrauchen, denke ich mal, jetzt über den Sommer. Weil das ist ja auch eine eher leichtere Lotion. Als nächstes eine Bodylotion von Dove. Und Dove Pflegeprodukte finde ich meistens wirklich gut. Die hier ist jetzt mit AHA und Olivenöl, eine revitalisierende Bodylotion für reife Haut. Und die habe ich mal in einer Box auch drin gehabt. Pflegt extra viel, Pflege Plus steht hier drauf. Und aktiv für mehr Selbstwertgefühl steht hier drauf. Pflege, Duo, Feuchtigkeit und Tiefenpflege. Ich liebe die Dove Bodylotions, die haben meistens einen sehr schönen Duft. Ja, riecht wirklich angenehm und das werde ich dann auch aufbrauchen. Aber das wäre jetzt halt auch was für den Winter gewesen. Muss ich mal schauen, wann ich die aufbrauche, aber die ist, glaube ich, noch lang haltbar. Ich habe die noch nicht lang. Dann ebenfalls eine Bodylotion und zwar von Balea Schönheitsgeheimnisse, leichte Bodylotion Melone. Und die duftet so schön, die habe ich mir gekauft wegen dem Melonenduft und die riecht so, ja, Melonenextrakt und Mangobutter ist hier drin. Also die riecht wirklich fruchtig und lecker und frisch, ideal für den Sommer, würde ich sagen. Sehr, sehr schön. Ja, die duftet so gut wie so ein Meloneneis. Richtig, richtig toll. Dann habe ich hier als nächstes eine Bodylotion, die habe ich noch nicht lange. Die hat mir eine Zuschauerin zugeschickt und zwar von Secret Minerals from the Dead Sea. Also das ist so totes Meersalz hier mit drin. Eine Bodylotion mit Milch und Honig. Die ist auch noch komplett verschweißt unten. Da habe ich noch nicht dran gerochen. Die ist aber von einer sehr teuren Marke und die möchte ich gerne mal ausprobieren. Da freue ich mich auch tierisch drauf. Ja, da bin ich mal gespannt. Das soll wirklich sehr, sehr gut sein. Davon gibt es ja auch Skincare fürs Gesicht und sowas. Und ja, da freue ich mich drauf mit Milch und Honig. Das wird wahrscheinlich sehr, sehr gut riechen. Dann ist hier eine Bodylotion von BB. Die habe ich ebenfalls mal zugeschickt bekommen. Papaya Süß Bodylotion mit Papaya-Extrakt und Shea Butter. Die riecht auch sehr angenehm. Die riecht wirklich nach Papaya und hinterlässt so ein ganz seidiges Gefühl. Hier habe ich auch schon mal was rausgenommen und mich damit eingecremt. Finde ich sehr, sehr gut. Sollte ich mal öfters benutzen von BB. Allgemein die Cremes finde ich gut. Nur ich gehe da irgendwie immer dran vorbei. Ich weiß es nicht. Also ich muss mal gucken. Es gibt auch schöne Duschgele hiervon. Habe schon lange nichts mehr gekauft. Aber erstmal werde ich die Sachen jetzt aufbrauchen. Dann habe ich hier einen Riesenpott. Den hat meine Mama mir geschenkt. Und zwar war das in einer M-Asam-Tüte drin. Das ist so ein Bodygel. Lemon Koriander und das riecht so gut, das ist richtig erfrischend, ich finde das ganz toll, allerdings eher für den Sommer, weil das ist ein Gel, ja, das riecht so gut und das zieht halt auch recht schnell ein, das ist so ein bisschen wie so ein Aloe Vera Gel, würde ich sagen, von daher werde ich das auf jeden Fall im Sommer für die Beine und so verwenden, das sind natürlich 750 Milliliter, wahrscheinlich komme ich den ganzen Sommer damit aus. Aber ja, ich werde es versuchen aufzubrauchen. Es ist ein Riesenpott. Vielleicht benutzt mein Freund auch ein bisschen was mit. Also hier ist auf jeden Fall eine Note von spritziger Zitrone und vitalisierendem Koriander drin. Und von Asam, die Sachen pflegen ja einfach ultra gut. Deshalb freue ich mich, dass ich das Ding hier habe. Und ich glaube, das habe ich ja noch nicht lang. Das wird sich auf jeden Fall lang halten. Dann habe ich hier eine Körperpflege und zwar Body Soufflé. Das ist von Human and Kind. Das habe ich von der lieben Nicole zugeschickt bekommen.
Das ist jetzt noch komplett zu. Ich habe das schon einmal komplett aufgebracht. Ich fand diese Pflege hier so ultra gut und die riecht so ein bisschen nach Melone, habe ich das Gefühl. Also das ist auch ein ganz fruchtiger, schöner Duft, auch was für den Sommer. Das Ganze ist ohne Parabene und sowas, vegan und tierversuchsfrei. Finde ich eine sehr schöne Marke, würde ich mir auch nochmal nachkaufen. Ja, es ist halt wie gesagt noch zugeschweißt und das lasse ich auch erstmal und das hält sich ja so ein bisschen. Das ist so eine belgische Marke und ich würde gerne ein bisschen mehr von denen irgendwann nochmal probieren, weil mir das sehr, sehr gut gefallen hat. Dann habe ich hier noch zwei Stück, die habe ich beide schon angefangen und die finde ich sehr, sehr gut. Das ist einmal die Hydromilch von Balea, Hydroserum Milch Aqua mit Hyaluronsäure und leicht wie ein Serum, pflegend wie eine Lotion. Das ist eher für den Sommer, das zieht wirklich schnell ein. Das hat einen schönen, angenehmen Duft, das hat gute Inhaltsstoffe. Ja, ich finde das einfach toll, das nutze ich wirklich gern und da fehlt bestimmt schon die Hälfte. Und dann habe ich hier von Balea das Softöl Balsam, das ist halt eher was für den Winter bzw. für den Herbst. Das ist für sehr trockene Haut und hat einen 40%igen Ölanteil, finde ich auch gut, samtweiche Intensivpflege. Also ich mag die beide sehr gern, die kosten richtig wenig, gibt es bei DM. Könnt ihr euch ja mal angucken und das hier war sogar Produkt des Jahres gewesen. Ebenfalls noch ein Schaum von Bilou und zwar Snow Rose von Bilou. Das ist auch ein Cremeschaum wieder, der war auch in meiner Bilou Überraschungsbox drin, die ich mal bestellt hatte. Ja, hier kann ich es nur oben rausriechen, aber das riecht sehr, sehr blumig und so ein bisschen fruchtig noch dabei. Sehr, sehr schöner Duft, was ich so wahrnehmen kann. Da sind jetzt Winterschneeflocken drauf, aber ich denke mal, das kann man auch im Frühjahr verwenden. Ja, da bin ich auch sehr gespannt drauf und wie gesagt, ich liebe die Bilou-Schäume, ob Duschschäume oder Cremeschäume, die sind alle immer gut. Deshalb, ja, ist das in meiner Sammlung. Dann habe ich hier eine Bodylotion von Isana, die habe ich schon so lange. Das ist eine limitierte Edition und die hat so einen Goldschimmer mit drin. Das ist die Glow and Shine Bodylotion mit Goldschimmer und Schaumweinextrakt. Hiervon fand ich die Masken so gut aus dieser Edition. Ich glaube, die Masken, die gibt es jetzt auch dauerhaft im Sortiment und die Bodylotion auch. Aber ich weiß nicht, die hat halt so einen richtigen Goldschimmer. Ich habe die ein paar Mal benutzt. Und ich muss ehrlich sagen, mir ist das ein bisschen zu goldschimmernd. Die hier, die riecht aber sehr gut und ich werde die jetzt auch mal aufbrauchen. Die lasse ich auch direkt mal draußen, dass ich die jetzt einfach mal aufbrauche, weil ich habe die wirklich schon lang. Die riecht noch gut, also die wird noch nicht schlecht geworden sein, aber die ist jetzt halt, wie gesagt, ich glaube schon 1,5 Jahre oder so. Deshalb muss die langsam mal weg und ich habe die auch schon aufgemacht. Hier steht auch 12 Monate. Ich werde die trotzdem noch benutzen, aber ja, das ist jetzt nicht mein Favorit unbedingt. Dann habe ich hier von Nivea ein Body Soufflé. Das war in meinem Adventskalender drin mit Kirschblüte und Jojobaöl. Das ist auch noch komplett zu. Ich lasse das auch noch zu. Zu gegebenen Zeit werde ich das dann aufbrauchen. Hier haben wir 200 Milliliter drin und das ist eine Öl-in-Creme-Lotion. Also hier ist auch Öl mit drin, was besonders pflegend ist. Mal gucken, vielleicht benutze ich es im Herbst, aber ich finde die Verpackung so schön, gefällt mir richtig gut von diesen neuen Nivea-Packungen. Dann habe ich hier von Kneipp eine Körpermilch und zwar mit Macadamia, Sternanis und süße Orange, Wohlfühlzeit. Das ist eher so eine Herbstlotion und die freue ich mich auch auszuprobieren irgendwann. Ich habe die letztens erst bekommen und die ist noch lang haltbar, also hier steht jetzt kein Datum drauf, aber ich habe die noch nicht geöffnet. Die riecht super, super gut. Ich hatte hiervon schon mal die Handcreme, die habe ich nicht so gut vertragen. Deshalb bin ich mal gespannt, wie ich das hier von Kneipp vertragen werde. Ich finde, die Verpackungen fühlen sich immer so seidig an. Also Kneipp ist ja auch eine gute Marke, deshalb. Dann habe ich hier eine Pflege und zwar war die mal aus der Barbara Box. Die sieht doch richtig cool aus. Das ist so eine Pumpflasche und die ist von Bang Spa, Hibiskus und Kokosnusswasser. Und die riecht unglaublich gut. Ich habe die ein, zweimal benutzt. Ja, die muss ich jetzt im Sommer auch benutzen. Das ist so ein richtig schöner Sommerduft. Also die Marke finde ich sehr gut. Das ist auch wirklich eine pflegende Creme. Und ja, ich finde die Verpackung total schön. Deshalb habe ich die hier noch in meiner Sammlung, weil die auch echt gut riecht. Ich muss die halt auch einfach mal verbrauchen. Ja, die riecht unglaublich lecker. Gefällt mir richtig gut. Dann auch schon die letzten beiden Produkte aus meiner Sammlung. Und dann habe ich hier von Balea einen Bodyschaum. Und zwar ist das auch ein Mousse to Oil. Und das habe ich mir irgendwann mal gekauft. Finde ich ganz, ganz spannend. Habe ich noch nicht ausprobiert. Ist noch komplett zu. Aber werde ich jetzt auch demnächst mal testen. Eine Limited Edition war das. Ich glaube, das gibt es aber jetzt aktuell immer im Standardsortiment, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist halt so ein Schaum, der sich in pflegendes Öl verwandelt.
Und ich denke mal, dass das wirklich pflegend ist. Das ist mit Babassuöl, Mandelöl, Marulaöl, Jojobaöl und Sonnenblumenöl. Also hier ist richtig viel drin und ich denke mal, dass das super, super pflegend sein wird. Ich bin gespannt, wie das einzieht auf der Haut. Hier steht auch ein Haltbarkeitsdatum drauf. Das ist bis Ende 2022 noch haltbar. Also da kann ich mir noch Zeit lassen. Und dann habe ich hier noch eine Pflege und zwar von This Works. Die habe ich im Adventskalender gehabt und da freue ich mich besonders drauf. Das ist nämlich eine hochwertige, schöne Nachtpflege. Genau, Nights for Better Nights and Brighter Mornings steht hier drauf und die klingt so interessant. Hier steht jetzt alles auf Englisch drauf, aber das ist halt so eine Pflege, die du dir abends drauf gibst, die so ein bisschen nach Lavendel riecht. Also man riecht das schon so ein bisschen raus, die ist noch zu. Aber ja, hier freue ich mich besonders drauf, weil die soll so gut sein, die ist auch richtig toll bewertet. Ja, deshalb hebe ich mir die so ein bisschen auf, aber hier steht kein Haltbarkeitsdatum drauf. Die ist aber nur 6 Monate nach dem Öffnen haltbar, deshalb bleibt die noch zu. Ich werde die dann zu gegebenen Zeit ebenfalls auch aufbrauchen und euch in einem Aufgebraucht-Video dann berichten. So ihr Lieben, das war es auch schon mit meiner Bodylotion-Sammlung. Also ihr seht, das ist eine ganze Menge. Ich habe hier wirklich so ein fast einen halben Wäschekorb voll. Ich werde mir das jetzt wieder alles ordentlich in mein Regal reinräumen, wo die ganzen Produkte drinstehen. Ihr könnt mir mal unten in die Kommentare reinschreiben, welches Sammelvideo ihr euch als nächstes wünscht. Also ich hätte noch im Angebot meine Shampoo-Sammlung, meine Duschgel-Sammlung, dann natürlich meine Schminksammlung. Da werde ich dann einzeln abdrehen, meine Highlighter, meine Bronzer, meine Puder, meine Lidschattenpaletten, meine Mascaren, also ich habe da noch eine Menge. Maskensammlung kann ich euch auch sehr gerne mal zeigen. Also schreibt es einfach mal unten in die Kommentare rein, was ihr als nächstes sehen möchtet, was euch interessiert oder was euch nicht interessiert. Ihr könnt auch reinschreiben, wenn euch das gar nicht gut gefällt mit meinen Sammelvideos. Aber ich dachte, das kommt ganz gut an, weil so viele danach gefragt hatten. Und ja, genau, ihr könnt gerne mal schreiben, wie viel Bodylotions habt ihr. Ich werde meine jetzt mal schnell durchziehen und euch hier oben einblenden. Also ganze 29 Stück habe ich und ja, ich habe noch 3 angefangene, die im Badezimmer stehen. Also insgesamt 32 Stück. Ich finde das schon recht viel, aber ich creme mich jeden Tag ein. Deshalb, ich werde die schon irgendwie aufbrauchen. Und ansonsten, wenn mir was nicht gefällt, geht das ja meistens an meine Mama oder so. Oder in ein Trash-Paket. Ich mache mir da gar keine Sorgen und ich werde das schon leer bekommen. Also, wenn euch mein Video gefallen hat, lasst mich das gerne wissen und gebt mir ein Däumchen nach oben. Dann sehe ich, dass euch das gefallen hat. Und ansonsten, wenn ihr neu hier auf meinem Kanal seid, dürft ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Das ist komplett kostenfrei. Ich habe immer wieder neue Videos für euch. Ich freue mich einfach, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und vielen Dank fürs Schauen. Danke!